Gut. Du? Wo? Fressen. Oder ihr könnt auch einen sogenannten Rippentabak nehmen. Da ist der Abfall von der Tabakpflanze, also die Stiel und das Kraut, die zusammengeschnetzelt werden. Rippentabak. Wir hätten mal gesagt, so einen alten Innerrödler braucht das einmal an für seine Pfeife. Ein bisschen zusammenschroten und dann hier. Bahnbord, scheisse Seite, dritter Schnitt, aber geh mich schon gut. Wir müssen halt die Hornhaut in den Schnorren, dann kommst du an Erix rauchen. Zum Lindauer füllen. So. Die sind auch ein bisschen mit Beschleuniger getränkt. Dann geht es ein bisschen schneller. So. Und da kommt immer der Vorführeffekt, dann brennt es nicht schön. So. Nehmen wir noch ein bisschen Tabak dazu. Ihr könnt auch Jutegewebe nehmen oder etwas. Ja. Dann müssen wir zuerst ein bisschen einführen. Ja, langsam kommt er. So, und jetzt sind es halt schon wieder ein bisschen langsamer mit Flügen. Die Zone sofort wieder ein bisschen zurückgeht. Jetzt können am besten ein paar da hinter mir auf die anderen Seiten und die anderen hier mitgenommen. Und bei den Bienenbearbeiten immer schauen, dass er nicht gerade vom Flugloch her arbeitet. Könnt ihr sehen, schon noch zwei, drei da. Sondern von hinten her, damit die Flugbienen immer freien Zugang haben. Weil sonst kennen der Stau und nachher findet es den Eingang nicht mehr. Also ihr seht hier. Die Temperatur ist schon schön warm, die schweren Bienen, die heim können, hier, Pollenhäuschen dran. Hä? Schön warm. Dann gibt man hier ein bisschen Rauch. Und der Plastik ist ja da, dass man den Deckel nicht abbaut. Da ist noch Erlenstude. Und jetzt seht ihr, die Waben sind noch nicht dicht belagert, oder? Aber man sieht im Prinzip von oben her, wo das Bienenvolk sitzt. Also hier auf der rechten Seite, auf der linken, ist praktisch nicht belagert, oder? Und wenn ihr hier Rauch geht, dann zieht sie sich sofort zurück, oder? Dann kann man im Stockmeißel die Waben ein bisschen auf die Seite schieben. Dann kommt es davon, wenn man keinen Schleier hat, dann hockt sie in den Kragen ab, an die Wärme. Und dann kann man mit dem Hebewerkzeug entweder so anwepfen und lupfen. Und sonst, wenn es gelöst ist, könnt ihr rechts und links hineingreifen und so vorsichtig die Waben rausziehen. Wir sehen jetzt hier Futter, also Honig. Und hier in diesem Bereich ist der Blütenpollen eingelagert. Das heisst, Blütenpollen im Randbereich des Brutnest, die Nährstwaben haben Brut drauf, wenn man gegen das Zentrum zugeht. Oder? Und auch hier seht ihr, also die Bienen sind im Prinzip, die tönen sich jetzt hier vom Rauch aufgescheucht, sättigen, also vollfressen. Wir wissen ja nicht, was da alles passiert mit dem Waldbrand. Und ihr könnt also hier schon ohne Probleme so heben, oder? Dann gehen wir noch eins weiter. Und das, was hier zwischen dir geschlagen ist, das ist alles Propolis, also Kitaz. Und mit dem Propolis können sie ja die Waben rundherum auskleiden und alle Ritzen alles zumachen, dass keine fremden Keime im Volk in sich entwickeln können. Und das ist halt dann manchmal auch ein bisschen unangenehm klebrig. Da hat es jetzt ein bisschen offene Brut, aber noch nicht so viel. Und hier sehen wir, da hat es jetzt Drohnenzellen, die sind grösser in diesem Bereich.
Hier in diesem Bereich die Drohne zählen, da wo es etwas grösser ist. Und die tun jetzt bereits Futter umlagern, das heisst, sie tun. Da ist vorbereitet, dass die Königin Eier legen. Jetzt müssen wir nur eine Wabe zupfen und dann haben wir dann hoffentlich Brut. Jawohl. Und die Bienen, die hier auf dem Wabenschenkel oben sind, das sind dann Wächter. Und wenn er es hektisch bewegt, dann tun sie gerade die Fühler stellen. Also dann gehen sie gerade auf Abwehrreaktion. Oder? So, und da haben wir jetzt Brut drauf. Da haben wir jetzt offene und verdeckelte Brut. Und ich sehe, die Bienen tun einen dichten Pelz über die Brut und tun die wärmen. Oder? Und die Brut ist jetzt in der Ordnung. Also da hat es nicht viel verdeckelt, aber viel offenes. Und da hat es die Rummädchen drin, die weissen. Die Brutzellen sind jetzt also etwa 5 bis 6 Tage alt. Sehen das? Ja. Ist gut. Jetzt verdeckelt. Die da sind verdeckelt. Sie sehen fast gleich aus wie Futter. Schauen wir auf die andere Seite. Aber da hat es eine Drohne, schau, da hat es schon eine Drohne. Da ist sie. Mhm. Haben Sie sie gesehen? Eine männliche Biene. He? Also der hat schon früh angefangen, der ist gickerig. Der, he? Eine einzige. Hä? Nein, nein. Das eben nicht, aber das Volk hat sich schon recht entwickelt. Also es ist eine schöne der Volksstärke. So eins, wo dann auch relativ schnell im Frühling nachher sich so entwickelt, dass man den Honigaufsatz freigeben kann. Und mehr machen wir jetzt nicht an dem Volk. Das Einzige, was wir noch machen, ist Futterkontrolle. Jetzt haben wir auf dem Volk gesehen, auf dieser Wabe hat es ja einen relativ schönen Anteil, wo Futter verdeckelt ist. Aber um die ganze Volksmenge Futter feststellen, tun wir einfach am Boden oder an der unteren Zage anlupfen und das Gewicht messen. Man kann das mit einer Waage machen und registrieren, wenn man noch nicht so geübt ist oder mit dem Griff. Kann man auch einzelne Völker vergleichen und schauen, wie schwer ist da, wie schwer ist da. Mhm. Und anhand der Kontrollen, die wir jetzt gemacht haben, wissen wir, es hat noch genug Futter, da sind noch etwa 10 Kilo Futterreserve da drin. Also das reicht jetzt im März bis Mitte April und dann, wenn der Löwenzahn und das Krieseblust anfangen zu blühen, bringen sie ja den frischen Nektar rein. Sind in der unteren Wabe, dort ist das Futter drin, oder wie? Nein, dort hat es auch Brut. Und das mit der Brut zusammen? Das ist, also Futterreserve ist ungefähr geschätzt 10 Kilo. Oder? Anhand von der Menge, die wir auf dieser Wabe sehen, plus verteilt auf die ganze Menge vom Gewicht her. Das ist gleichmäßig verteilt, ja. Da tun die Bienen im Randbereich, wo jetzt Brut ist, hat es natürlich weniger Futter. Und dort, wo es kein Brut drauf hat, die Waben sind natürlich dann schwerer, zum Beispiel die hier. Oder? Ist im Randbereich hier eine leer, aber hier hat sie viel Futter drauf, oder? Ja, das ist natürlich, die hat etwa 1,2 bis 1,3 Kilo Futter drauf. Und da innen haben sie es rausgenommen, also geleert. Also verbraucht. Genau. Ja. Und dann heisst es einfach, da eben gesehen, da bei mir hocken sie überall ab, rein, ruhig bleiben, nicht haudern. Dann passiert eigentlich nichts. Ja. Genau. Ja, und das sind jetzt, wie heissen jetzt die Bienen hier? Sorte, das ist Karnika. Ja. Das ist, ihr seht das an, stinkt der hier. Wenn ihr es seht, er riecht immer noch. Der könnt ihr jetzt anderthalb, zwei Stunden lang brennt jetzt, wenn ihr da nichts macht. Da sind die weißen Filzbienen da hinten drauf. Das ist eigentlich ein sogenannter langer, schlanker Hinterleib mit drei grauen Filzbienen drüber. Leichtes, kurzes Haarkleid, das ist Karnika-Biene. Und bei der Landrasse, also bei den Mellifera-Bienen, die wir früher noch hatten, aber durch die Importe, die vor über 100 Jahren schon waren, eine Art vermischt worden ist und heute auch nicht mehr in grosser, reiner Form vorhanden ist und eben auch relativ angriffslustig. Das ist dann eher eine gedrungene Biene, die relativ ein dunkles Auftreten hat. Und dann gibt es die Italiener Biene, die ja dann gelblich bis orange Verfärbung hat und dann eben die Ligusica-Biene, oder?